Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Mit ein paar Infos für euch. Gestern Abend kam Entei. Entei 100% übrigens. 14,47. Ich muss hier nachschauen. Und alles ab 14,40 ist eigentlich ziemlich gut. Ab 14,40 ist 96 mit 15 Angriff. Und 14,41 ist der 98er mit 14. 43 und 44 der 98er mit 15 Angriff. Also, wenn ihr irgendwas mit 14,40 habt und drüber, Glückwunsch. Gestern ab 22 Uhr wurde der freigeschaltet, das heißt jeder, der davor versucht hat, Entei abzuholen, der hat nur noch Raikou bekommen. Und ja, ab 22 Uhr kam dann so wie immer neue Quests mit dazu und seit neuestem, das ist ein neuer Trend von Niantic oder so, auch ein neues Shiny. Dieses Mal, passend zu Entei, ist es Fukano. Fukano Shiny ist am Start. Ja, und den könnt ihr bekommen, indem ihr 10 Bären benutzt, um Pokémon zu fangen. Wir können mal kurz ein paar Quests durchgehen. Chanera ist immer noch am Start. Dratini, fang einen Drachen. Funpi ist neu. Das finde ich ganz witzig. Fang einen Radfratz oder Pikachu. Zuerst dachte ich mir, hä, Radfratz? Der ist doch voll häufig. Aber Radfratz und Pikachu sind ja Mäuse. Und Elefanten haben ja Angst vor Mäusen. Also das haben die echt clever gemacht. Fange 10 Pokémon. Carpador. Für alle, die noch Carpador-Bonbons brauchen. Und gibt es natürlich auch Shiny. Evoli, entwickle ein Pokémon. Vulnona ist wieder am Start. Gab es ja früher schon mal. Aber passend zum Feuerthema von Entei. Alle drei Starter pushe 5 Pokémon. Alle drei Starter auch bei Gewinner einen Arena-Kampf. Drei fabelhafte Würfe nacheinander. Immer noch Lavita. Und neu, ein großartiger Curveball-Wurf. Pandya. Aber das Pandya ist Pandya Nummer 3. Es gibt ja 8 verschiedene in Pokémon Go. Wir hatten bisher Nummer 8. Und jetzt ist Pandya Nummer 3 da. Das heißt, eine neue Form. Wahrscheinlich auch wieder einen Monat. Ich denke, die bringen jetzt jeden Monat ein Pandya raus. Neue Quest, neues Pandya, schnappt es euch. Ich habe von dem alten leider keinen guten, was mir eigentlich egal ist. Hauptsache ich habe ein gutes Pandya. Mir sind da die einzelnen Formen egal, also ich will jetzt nicht 800 haben, sondern 100er Pandya würde mir reichen. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr von dem Pandya davor, Pandya Nummer 8, ein gutes bekommen habt. Mein bestes war glaube ich 93. Und das ist halt nur die Liste für Questbelohnungen, was Pokémon betrifft. Aber es gibt natürlich auch Itembelohnungen. Und was Neues. Die silberne Ananas kriegt man jetzt auch als Questbelohnung. Und zwar, wenn man 5 Feuer-Pokémon fängt. Passend zum Thema und zum Monat Feuer natürlich. Diesen Monat ja Entei am Start. Und nächste Woche Lavados Day. Macht es euch da gefasst. Vorbereitungsvideo wird auf jeden Fall noch kommen. Aber das war's eigentlich erstmal. Ein paar Infos jetzt, die seit gestern Abend hier so in der Welt von Pokémon Go geschehen sind. Damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Und gut informiert in den Tag startet. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.